Kurz nach 18 Uhr war es, als in der Verwaltung des Marktes Lubburg die Briefwahlunterlagen ausgezählt wurden. Bereits die ersten gespannten Zuschauer waren ins Rathaus auf der Lubburger Burg gekommen, um das Wahlergebnis live mitzubekommen. Die Telefone standen nicht still und die vorläufigen Wahlergebnisse gaben ein immer deutlicheres Ergebnis. Erst nachdem die Ergebnisse aus See und der Grundschule Lubburg offiziell übergeben wurden, stand es fest. Neuer Bürgermeister von Lubburg wurde Manfred Hauser der CSU. Als erster gratulierte sein Gegenkandidat Konrad Meyer und beide sagten eine positive Zukunft für die Zusammenarbeit im Marktrat voraus. Also wenn man die SPD fragt, das ist natürlich so wie bisher, wir werden weiter konstruktiv dabei sein. Was das Ergebnis jetzt anbelangt, das werden sie natürlich die Mehrheiten irgendwie verschieben. Allerdings glaube ich, so wie ich meine Kollegen kenne, hat es keinen großen Einfluss auf Entscheidungen, weil wir ja eigentlich immer gut zusammengearbeitet haben. Dass es auch eine gute Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Parsberg gibt, zeigt der Besuch von Bürgermeister Josef Bauer. Für das Ergebnis von 774 Stimmen, also 62,7%, bei einer Wahlbeteiligung von 67%, bedankte sich Manfred Hauser bei seinem ersten offiziellen Interview. Ich möchte alle danken, allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich denke auch, es ist eine gewisse Wertschätzung meiner Arbeit der vergangenen 5 Jahre als Zweiter und die letzten 3 Monate als amtierender Bürgermeister. Ich denke, dass man vom Wahlkampf hier auf keinen Fall sprechen kann. Es war ein Werben meines Mitbewerbers und auch ein Werben von meiner Seite um das Vertrauen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Wir werden mit allen gut zusammenarbeiten. Wir werden uns auch die vor der Marktratssitzung treffen, um zu besprechen, wer als zweiter Bürgermeister in Frage kommt. Die Zukunft für den Manfred Hauser schaut wie folgt aus. Ich fahre nächste Woche zu meinem Arbeitgeber und werde ihm sagen, dass ich zum ersten Bürgermeister der Marktgemeinde Lubburg gewählt worden bin. Und dann werde ich wohl die Entlassungsurkunde als Polizeibeamter in Empfang nehmen können. Der Abend wird eigentlich ganz entspannt. Ich treffe mich jetzt noch beim Gabler. Da werden wir mit meinen Freunden und Unterstützern noch ein Bierchen oder zwei trinken. Mit dem bayerischen Devilliermarsch im Hintergrund und Applaus wurde der frisch gebackene Bürgermeister von seinen Freunden und Unterstützern im Gasthaus Gabler empfangen. Jetzt ist es geschafft, jetzt wird gefeiert. Viel Glück und ein gutes Händchen für die Zukunft des Golddorfes Markt Lubburg, dem neuen Bürgermeister Manfred Hauser.